Hallo an alle Freunde meines kleinen Kanals. Hier ist der Callcenter Kascha mit dem heutigen Video. Den Anfang macht eine Firma, die auf ihrer Webseite null Informationen bietet. Hört es euch an, nach dem Intro geht's los. Ja? Schönen guten Tag. Guten Tag. Alexander Kaiser am Apparat von Control Finance. Und zwar geht es einmal um Ihre Registrierung am Ja. 20.02. für das automatisierende Handel. Ja. Können Sie sich noch daran erinnern? Welche Firma waren Sie jetzt? Control Finance. Sagt mir gar nichts. Wann habe ich mich bei Ihnen Sagt interessiert? mir gar nichts. Ja, sagt mir gar nichts. Da war die Interesse groß für das automatisierende Handel. Ja, aber Ihre Firma sagt mir noch gar nichts. Können Sie mir dann, ich schaue mir mal Ihre Webseite an. Können Sie mir dann mal die Webseite buchstabieren? Ja, einen Augenblick. Q Q? C Was? C wie Cäsar? E. Genau, wie Cäsar. Ja. Und dann Finanz. Buchstabieren Sie bitte. F Ja. I Ja. N N wie Nordpol oder N wie Martha? N wie Nordpol. N wie Nordpol. Ja. C wie Cäsar. Ja. E wie Emil. Ja. RS wie Sarah. S wie Sarah. .com. Genau, .com. .com. So. Lies sich selbst an. QCFinces.com. Genau. Finces.com. Na gut, suchen wir mal. So, dann gehen wir es mal ein. Nö, die Webseite wird nicht gefunden. Nochmal buchstabieren. QCFINCSES. Nee, FIRN. Was? FIRN. Ach, NAN, Finance. das haben Sie nicht gesagt. Ich habe Also sie buchstabiert. FINAN. Genau. Ja, jetzt C wie ist. Cäsar. Okay, gut. AN hat sie nämlich nicht gesagt, sonst hätte ich es ja aufgeschrieben. Nein. Ja. So. Okay. Gut, dann schauen wir doch mal. Schauen Sie mal. Was wollen Sie eigentlich genau schauen? Na, Ihre Das Webseite will wäre ich mir meine Frage. anschauen. Ach so, ja. Weil der Name sagt mir gar nichts. Wann hatte ich mich denn bei Ihnen angemeldet? Ja, was heißt bei uns? Genau, Sie hatten sich registriert für das automatisierte Ja, Handel. wann war das denn? Und da sind Sie den, am hier ist 20.02. Am 20.02. 20.02. Glaube ich nicht, Ja. da war ich irgendwie im Urlaub. Was heißt denn irgendwie? Sind Sie sicher oder nicht? Ja, bin ich mir ziemlich sicher, ja. Ja, es kann ja auch sein, dass ich im Urlaub, das ist ja keine große Eintragung. Sie haben ja Ihre E-Mail-Adresse, Ihre Nummer und Ihren Namen Na irgendwo gut, hinterlassen im Internet okay, wenn das so ist, für das okay. Würden Sie automatisierte mir nicht Handeln. sagen können? Okay, gut. Und was ist jetzt der Grund Ihres Anrufs? Da ist jetzt gerade ein Platz frei geworden. Und Sie wären jetzt der Nächste an der Reihe. Und da Ja, wollte ich einen also Termin mit Ihnen ich versuche vereinbaren. gerade nochmal, qcfinances.com wird nicht gefunden. Ah, okay, jetzt finden wir sie. Okay, Und gut. jetzt? Haben Sie irgendwas falsch eingetippt? Nee, aber der Browser hat es nicht gefunden. Gut, okay. Dann haben wir das. Okay, ich würde gerne einen Termin mit Ihnen vereinbaren. Ein Termin. Wofür? Genau. Das ist die Aufklärung, wie das Ganze beginnen würde. Ach, und das wollen Sie mit dem Termin machen? Ja, Ja. also ich habe jetzt schlecht Zeit, Ihnen das Ganze zu erklären. Warum rufen Sie mich dann an, wenn Sie keine Zeit haben? Damit ich mit Ihnen einen Termin vereinbare, Herr Kleber. Ja, gut. Ja, dann würde ich Danke sagen, in sehr. einer Stunde. In der Stunde. Richtig. Ja, gut. In der Stunde.
Könntest du, ja, okay. Ich versuche es in einer Stunde. Na, was heißt versuchen, wenn Sie einen Termin vereinbaren? Ach, schon ist er raus. Hallo? Hallo? Herr Kleber, der Empfang war weg. Ja, ist schon komisch. So, eine Stunde haben Sie gesagt. Richtig, ja. Super, dann habe ich Sie eingetragen und dann würde ich sagen, bis gleich. Alles klar, bis gleich. Auf Wiedersehen. Wiederhören. Hallo? Ja, hallo, Herr Kleber. Ja? Grüß Gott. So, haben Sie sich die Plattform ein bisschen angeguckt? Wer war das jetzt nochmal? Hallo, ich? Ja? Alexander Kla Kaiser. Ah ja. Ach, Sie waren das mit QC irgendwas? Ja, richtig. Ja gut, aber auf Ihrer Plattform steht ja gar nichts. Ja, was wollten Sie denn wissen? Ja, da steht ja gar nichts drauf. Da steht ja überhaupt nichts drauf. Was soll ich denn bei Ihnen sehen? Ja, also ich lese hier ganz viel. Ich weiß ja nicht, was Sie Was gesehen haben. lesen Sie Oder denn welche. da? Hier steht hier eine Trading-Plattform Ja, mit aber mehreren welch? Optionen. Nee. Ich habe nur Ja, eine. natürlich. Ich weiß ja nicht. Was haben Sie? Ach, wenn Sie mich mal ausreden Sind Sie auf lassen der würden. richtigen? Natürlich. Gut, also ich sehe nur QC Finance, dann sehe ich rechts DE einloggen Kontoeröffnung, dann sehe ich vier Bilder Visa, Bitcoin, Mastercards und Wire-Transfer, dann sehe ich die Risikowarnung, unsere Büroräume und dann bleiben Sie Kontakt mit unserer Plattform zum Anklicken. Und mehr ist auf der Seite nicht. Gar nicht mehr. Okay, das heißt, Sie sind auf dem Smartphone online gegangen oder auf Nein, dem ich bin mit PC? dem Computer. Mit dem Computer. Also auf So, das Ihrer heißt, Sie sehen Seite sind oben. keinerlei Informationen. Also ich habe hier was ganz anderes vor mir. Ja, Einmal haben wir dann Deutsch auch nicht buchstabieren Sie auf doch mal Deutsch. Ihre Internetadresse. Natürlich, natürlich. Also QCF. Und Haben wir. weiter? I wie Ida, N wie Nordpol, A wie Anderson, N wie Nordpol, C wie Cäsar, E wie Emil, S wie Sarah.com. Ja, genau da bin ich. Super. Dann müssen Sie ja oben links QCV stehen haben Nein, und da oben steht rechts die grüne QCF. QCF. Ja. Und oben rechts in grün Open Account. Da steht Und Konto daneben eröffnen, aber ich möchte Login. ja erstmal ein bisschen was über Ihre Webseite wissen und da sind keinerlei Informationen. Was steht denn da noch bei Ihnen? Gibt es da eine zweite Seite dahinter? Außer Konto eröffnen oder einloggen? Da Ja, sind also bei keinerlei mir steht hier Informationen. neben Login Kontakt aus. Kontakt das Sehen gibt's Sie das? nicht. Nein. Bei mir steht es ja. Ja, bei mir Ah, steht's okay, nicht. da ist der Fehler. Bei mir Da ist steht der nichts. Fehler, okay. Ja, dann haben Sie Was eine. sehen Sie denn noch? Sehen Sie Trade? Nein. Haben Sie auch keine Trade? Ich habe gar nichts. Okay. Da steht nur Ja. Risikowarnung, unsere Büroräume, support at qcfinances.com und mehr war es nicht. Da ist gar nichts da auf Ihrer Seite. Hallo? Ja, also ich sehe hier alles. Ja, aber ich nicht. Das liegt nicht an meinem Rechner. Alle anderen Rechner, alle anderen Webseiten kriege ich gut dargestellt. Also, Ja, richtig. ja, das heißt also, Ihre Webseite ist schlampig programmiert. Sie sehen kein Trade oben links. Nein. Sie sind auch ganz sicher auf der richtigen Seite. Sie haben es ja nun Oben links, wo buchstabiert. Soll Q. ich es Ihnen nochmal Richtig. buchstabieren? Ganz kurz nochmal oben links, wo QCF steht. Steht da drunter Quality Control Finance? Ja, in ganz kleiner Schrift. Okay. In ganz kleiner Schrift, richtig. Ja, dann sind Sie auf der richtigen Plattform. Richtig, aber trotzdem sind keine Inhalte auf der Seite. Keine Inhalte auf der Seite. Okay, das lasse ich nochmal checken. Kann ich Sie heute nochmal kontaktieren? Natürlich. Super, Kleber, dann bis später. Bis dann. Auf Wiedersehen. Wiederhören.
Oh je, eine so schlecht programmierte Webseite habe ich selten gesehen. Angefangen, dass er deren Portal ja nicht mal nennen konnte. Der Kollege Telefonziege würde ja sagen, er konnte sie nicht buchstabieren. Was nützt einem eine Webseite, auf der man etwas verkaufen will, die nicht auf allen Browsern dargestellt wird? Und der Firefox ist ja nun mal kein seltener Browser. Eine Webseite ohne Inhalt. Mal sehen, wie die sich aus dieser Nummer noch retten wollen. Hallo? Hi, guten Tag. Schwarz hier. Sie haben gerade mit dem Herrn Kaiser gesprochen. Kann durchaus der hat sein, mich darum ja. gebeten. Genau, der hat mich kurz darum gebeten, Sie zu kontaktieren. Sie haben Probleme mit der Plattform. Können sich dort nicht anmelden. Was heißt Probleme? Ich kann, Ihre Seite hat keinerlei Inhalt. Okay, das ist. Sind Sie sich denn auch sicher, dass Sie auf der richtigen Plattform sind, Herr Kleber? Das hat der Kollege auch schon überprüft. Ja, bin ich. Sind Sie. Okay, und bei Ihnen steht, haben Sie denn oben links das Logo? Können Sie denn Ja. einmal dort draufklicken? Auf das Logo draufklicken. Genau. Oben links. Da passiert nichts. Okay, steht denn oben rechts, steht denn da bei Ihnen anmelden? Da steht einloggen und Oder Konto Login? einloggen und Konto eröffnen. Okay. Dann klicken Sie doch mal auf Einloggen. Warum? Ich möchte doch erstmal was über Ihre Firma wissen. Wenn auf der Webseite gar nichts steht, warum soll ich mich da einloggen? Ah, okay. Weil Sie sich da eingeschrieben haben. Okay, was möchten Sie denn Ja, für Informationen? na, erstmal überhaupt Informationen. Ich weiß ja über Ihre Webseite noch gar nichts. Da ist ja da keinerlei Inhalt drin. Was Sie Das bieten, was stimmt Sie doch. machen. Warum muss ich mich Okay, das stimmt. einloggen, wenn Sie noch gar nicht irgendwelche Inhalte auf Ihrer Webseite haben? Okay, das stimmt ja so gar nicht. Doch, Inhalte stimmt doch, müssten Sie ich sehe es dort doch. gesehen haben. Ich sehe es doch. Wir haben es jetzt mit zwei verschiedenen Computern probiert. Sieht bei beiden gleich aus. Okay, um mich zu vergewissern, wäre das für Sie in Ordnung, wenn wir vielleicht über Anydesk mal gemeinsam unseren Bildschirm teilen würden? Dann würde ich vielleicht sehen, das, was Sie auch auf dem Bildschirm sehen, weil das ist komisch. Ja, können wir gerne versuchen. Wie heißt das? Inadex? Anydesk, das müssten Sie sich kurz herunterladen. Da würde ich Ihnen quasi, da haben Sie eine neunstellige ID-Nummer, die würden Sie mir durchgeben, dann würde ich Ihnen einmal einen Link zuschicken, den Sie dann annehmen, dann würde ich quasi auch das sehen, was Sie auf Ihrem Bildschirm sehen, würden uns quasi dann Ihren Bildschirm teilen. Ja gut, können wir probieren. Das ist ja nicht mein Rechner, das ist ein Firmenrechner hier. Das ist kein Problem, also ich hätte da auch keinen Zugriff oder sonstiges drauf und Sie können mich da jederzeit auch rausschmeißen. Na gut, wie heißt das Programm noch? Anydesk. Wie schreibt sich das? Anydesk. Anydesk, Am besten okay. einfach, genau, am besten einfach den Browser hochfahren und Anydesk Download reinschreiben. Ja, mache ich gerade. Ah ja, okay, ja, jetzt habe ich das gefunden. Jetzt muss ich das mal runterladen. Super. So, es lädt runter. So, runtergeladen habe ich's. Und Perfekt. ja. Wenn Sie die Seite öffnen, dann finden Sie einmal oben Ich in muss ja rot erstmal markiert, da steht installieren. dann Ihre Ich muss Adresse. es ja erstmal installieren. Oder geht das ohne installieren? Nee, müssten schon auf Installieren draufklicken. Ja, okay, klicke ich drauf. Jetzt kriege ich eine Fehlermeldung. Scheinbar hat der Administrator dieses Rechners, also der Erbauer dieses Rechners, das Programm gesperrt. Da steht, dass man solche Programme nicht installieren kann. Ist ja auch ein Firmenrechner, vielleicht liegt es daran. Ja, das wird dann jetzt wahrscheinlich daran liegen. Ja, kann durchaus sein. Ja, dann. Okay, schade. Ja, dann sollten Sie vielleicht doch mal irgendwie Ihre Webseite überprüfen, weil
Wie gesagt, wir haben jetzt mit zwei Rechnern das probiert, mit zwei verschiedenen Browsern. Es sieht beides mal keinerlei Inhalte. Sie können mir ja erstmal was über Ihre Firma erzählen. Was halten Sie davon? Sehr gerne. Okay, gut, okay. Dieses qfinance.com ist eine Firma. Wo ist der Hauptsitz dieser Firma? Der Hauptsitz ist auf Zypern. Auf Zypern. Genau. Okay, warum auf Zypern? Warum auf Zypern? Ich denke mal, das ist wegen den steuerlichen Gründen. Aus steuerlichen Gründen, okay. Gut. Und Sie sind ja dann ein Finanzdienstleister, ja? Habe ich Genau. das? Okay, gut, okay. Und wo sind Sie dann reguliert? Wir sind reguliert von der CISEC Security. Ah ja, okay, danke. Ja, prima, dann habe Gerne. ich im Prinzip schon genug Informationen. Das reicht mir dann schon. Weil Nicht, haben Sie denn selbst schon Erfahrungen mit Ja, natürlich. Online-Plattformen gehabt, mit Natürlich. CFDs? Natürlich. Okay, das sind ja Differenzkontrakte, die Sie dort handeln Das können. weiß ich wohl. Auch, Aber okay, perfekt, das super. weiß ich wohl, aber ich weiß genauso gut, dass Regulationen von der CISEC nichts wert sind. Die CISEC ist ja nun keine BaFin oder so. In Fachkreisen wird das auch Coffeeshop-License genannt. Werden aber von der BaFin auch kontrolliert. Also die Gespräche werden ja auch aufgezeichnet. Sie sind also auch bei der BaFin reguliert? Nee, aber Sie haben ja die Möglichkeit bei der BaFin, beziehungsweise von der CISEC, wenn man reguliert ist bei der CISEC Security, kann man ja auch sich bei der BaFin beschweren gehen. Wenn irgendetwas nicht richtig Nee, verlaufen sollte, da kann macht die man. BaFin gar nichts. Dafür Doch, ist die echt. CISEC zuständig. Da macht die BaFin rein überhaupt nichts. Das ist falsch, was Sie sagen. Nee, das ist nicht falsch, Herr Doch Kleber. ist es. Die BaFin macht nichts. Wenn man von der CISEC reguliert ist, dann ist die BaFin da nicht für verantwortlich, irgendwelche Informationen zu handeln. Das ist gelogen. Ich weiß, was die BaFin. Oh, schon. Da hat der schlechte Betrüger doch mal versucht, mir den größten Blödsinn zu erzählen, hat dann aber doch gemerkt, dass er mir kein X für ein U vormachen kann und hat aufgegeben und kommentarlos aufgelegt. Mal sehen, was der nächste Finanzprofi so kann. Hallo? Hallo? Hallo, schönen guten Tag hier. Siegel Brecher, die Nathalie Krupp spricht am Apparat. Wir Ja. sind gerade auf unserer Webseite registriert Richtung Online-Handeln, ja? Ja. Sie sind auf der Webseite Digital Futures und ich bin Ihre Kontoberaterin, die Nathalie Krupp, und ich werde Ihnen weiter unterstützen, damit Sie Ihre Handelskonto erfolgreich zu aktivieren, ja? Okay. Herr Segelbesser, sagen Sie bitte mir, haben Sie alles verstanden oder haben Sie irgendwelche Fragen? Ja, ich habe bestimmt noch mal, aber so richtig habe ich das nicht verstanden. Können Sie es mir noch mal erklären? Ja, natürlich, das kann ich. Also, es geht zum Online-Handeln, wie ich Ihnen schon gesagt habe. Ja, als minimalisches Startkapital, Sie brauchen 250 Euro, damit Sie richtigen Kurs handeln. Sie bekommen Ihre offizielle Zugangsdaten unter Ihre E-Mail-Adresse, was Sie bei uns eingetragen haben. Ja, und mit diesen Daten dann, Sie werden in der Zeit auf Ihrem Handelskonto einloggen werden und Ihren Kontostand überprüfen. Sie haben auch gelesen, Programm läuft automatisch. Ja, Sie müssen nichts erledigen. Ihre einzige Arbeit besteht darin, dass Sie Ihre Handelskonto kontrollieren. Zum Beispiel, wie viel Profit haben Sie im Tag, unter die Woche oder im Monat gesammelt. Ja, Ja. das verstehen Sie, richtig? Von Ihren Investitionen, wir bekommen gar nichts. Das haben Sie auch bestimmt gelesen. Wir bekommen Provision von Ihrem Gewinner. Ja, sobald Sie Ihre Profite auszahlen lassen, davon wir bekommen unsere Provision. Das heißt, wenn Sie damit Geld verdienen, verdienen wir auch. Ja. Erfahrung haben Sie in diesem Bereich oder das ist neu für Sie? Nur sehr wenig. Nur sehr wenig. Also mit Aktien, mit Banken oder alleine? Vor Jahren habe ich mal Aktien gekauft. Mit,
Mit Banken zu durch Banken, ja? Richtig, ja. Okay, Aktienzeit ist schon vorbei, ja, jetzt Zeit vor die Kryptowährungen, ja, Öl und so weiter. Und wenn man mit Aktien handelt und mit Banken zusammen, davon man kriegt auch ganz weniger Prozent, ja. Es ist jährlich, denke ich mal, 15%, ja, und es fängt an auch, mit welchem Bank man handelt, ja. Aber wie gesagt habe, mit Kryptowährungen, ja, und mit verschiedenen Vermögenswerten auf dem Finanzmarkt, sie können viel mehr profitieren, ja. Natürlich, mit 250 Euro kann man nicht Tausend oder Millionen profitieren, aber damit sie bekommen ihre Ergebnisse vom Finanzmarkt und mit ihrem Ergebnis, dann sie werden schon ihre weitere Entscheidungen treffen, wie sie es weitermachen. Ja. Haben Sie Fragen? Ja, ich bin ja jetzt nicht mehr auf Ihrer Seite drauf. Von wo rufen Sie jetzt an? Von Österreich. Von Österreich? Mhm. Ja, wissen Sie, unsere Hauptsitz befindet sich in Großbritannien. Wir haben Filialen in Österreich, in Deutschland und in Schweiz, ja? Das ist Satellitenanruf und die Linie, die frei ist, ja, Anruf kommt aus dieser Nummer, ja? Und denke ich mal, Sie kriegen Anruf jetzt von Österreich, oder? Haben Sie auch eigentlich auch Filialen in Belgien? In Belgien? Ja. Ja, haben wir. Ja, weil ja, Sie wir. Rufen mich mit einer belgischen Telefonnummer an. Belgischen Telefonnummer steht bei Ihnen. Ja. Warum ist das so? Können Sie bitte... Ja, wie gesagt habe, wie ich schon gesagt habe, wir haben festen Filialen, ja. Und die Linie, die frei ist, Anruf kommt von dieser Nummer. Heute die Anfrage ist ganz hoch, deswegen Sie kriegen Anruf von Belgien. Ja, haben Sie dann auch... Können Sie bitte diese Nummer diktieren? Nee, ich sehe nur die Vorwahl. Welche Nummer sehen Sie ich auf sehe nur, ich sehe nur ja, die Vorwahl. Haben Sie denn auch eine Filiale in Deutschland? Ja. Ah ja, das ist schön. Und wo sitzt die Filiale in Deutschland? In Munich. Wo bitte? In München. In München? In Frankfurt, in Berlin, ja. Ah ja, okay. Dann Berlin, okay. Dann können Sie mir mal die Adresse geben von der Filiale in Berlin? Ja. Ja? Natürlich. Ja. Ja? Soll ich das diktieren? Ja, sollen Sie sagen, genau. Okay, das ist Berliner Straße. Ja. Was? Das habe ich nicht verstanden. 12, also Nummer 12. 12. 1, 2, ja. Und Postleitzahl? Ja. 14. Ja. 16, 9. 14, 16, 9. Richtig. Okay, gut, okay. So, sehr schön. Und Sie haben, wo sitzt Sie, also ist Ihre Firma dann eine deutsche Firma oder weil Sie haben so viele Filialen in Deutschland? Ja, wir haben viele Filialen. Wie ich Ihnen schon gesagt habe, unsere Hauptsitz befindet sich in Großbritannien, aber wir haben Filialen, verschiedene Filialen, ja, in Deutschland, in Schweiz, in Österreich, in Belgien, in Frankreich und so weiter, ja. Ich arbeite mit deutschsprachigen Kunden, das heißt, wir haben Genehmigung für die deutschsprachigen Kunden. Mhm, okay, das ist ja schon mal schön. Und Ihre Firma, ist die schon lange am Markt? Wie lange gibt es Ihre Firma schon? Sind Sie erfahren? Ja, natürlich. Also ich habe selbst 4-jährige Erfahrung auf dem Finanzmarkt, ja. Aber Firma ist schon seit 10 Jahren tätig auf dem Finanzmarkt. Ja, seit 10 Jahren? Mhm. Ja. Ist ein bisschen komisch. Ja, gut. Warum? Ja, weil ich habe das gerade gesehen. Es ist gerade, Ihre Firma ist gerade, Ihre Domain ist gerade für 30 Tagen erstellt worden. 30 Tage? Nein. Und doch, ist stimmt das doch, nicht. Das sehe ich, das sehe ich. Das sehe ich. Ich kann online überprüfen. Ich kann online überprüfen, wie alt eine Domain ist. Und Ihre Domain ist 30 Tage alt. Das weiß ich nicht, also aber wie gesagt ich weiß habe, aber ich weiß es. Ja, weiß ich nicht.
Das heißt, Sie haben nicht recht, ich arbeite in dieser Unternehmer und Doch, ich weiß besser, oder? nein, 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 nein. Ich weiß es. Ich bin IT-Systemelektroniker. Ich weiß, dass, wie ich Domains überprüfen muss. Und Ihre Domain ist 30 Sehr Tage gut. alt. Okay, dann Das versuchen wir es weiß mal ich nicht anders. und das ist nicht richtig. Doch, natürlich ist das wichtig. Aber ich weiß, was noch wichtig ist. Wo sind Sie denn reguliert? Sie sind ein Finanzdienstleister, wo sind Sie reguliert? Hin. Bei der BaFin. Okay, sehr schön. Dann Ja. geben Sie mir mal bitte die Nummer bei der BaFin, also sprich Ihre ID, Ihre BaFin-ID. Ja, ich mache das. Ich sende Ihnen Gut, das nee, per das können Sie E-Mail mir sagen. Das sind und ja Sie nur ein paar können das Zahlen. überprüfen. Ja, komm, sagen Sie mir einfach. Ist am schnellsten. Nee, also das ist nicht schärfer. Ich Doch, sende Ihnen alle genau das Daten ist per wichtig. E-Mail. Genau das. Nein, ich nehme Okay. keine E-Mail von Ihnen an. Also haben Sie keine BaFin-ID? Haben wir und ich Ja, gut, sende dann Ihnen sagen das Sie, dann per sagen E-Mail. Sie, dann Ja, sagen warum Sie mir schreien doch. Sie mich an? Ich schreie Sie nicht Nee, an, ich nee, am frage einfach Telefon, das nur. sage ich nicht. Sie können einfach nur Ja. dazwischen reden, okay? Also sind Sie ein Nee. Betrügerunternehmen, ja? Nein, Doch, sind Sie. natürlich nicht. Ja, dann Nein, beweisen Sie natürlich das. Be nicht. Also beweisen Sie es Sie doch reden einfach mal. jetzt und Be nein, reden nein, Sie doch jetzt einfach lassen mal Sie bitte weiter, mir dann kurz kann ich noch ein bisschen aufreden. dazuhören. Bitte nicht Ja, schreien. ich schreie doch Nicht gar nicht. Ich schreien. schreie Warum gar sind nicht. Sie so Wollen Sie, genervt? dass ich schreien? Wollen Sie, dass ich schreie? Warum sind Sie so genervt? Ich bin genervt, Sie weil Sie ein schreien dummer Sie schon. Scammer sind. Sie sind ein dummer Nein, wir Betrüger. sind nicht Scammer. Ja, beweisen Sie Nein, das. Sie sind ja Beweisen Sie dumm, das. weil Sie Beweisen Sie haben gar das. keine, Sagen Sie mir Ihre Ahnung. BaFin-ID Ja, und dann Sie sind beweisen Sie wirklich im das. IT-Bereich, Beweisen aber Sie Sie es mir wissen ganz nicht. Und einfach. Sie Beweisen Sie es ganz müssen mich einfach. gut Wollen Sie jetzt einfach mal ausreden beweisen? lassen. Nein, wollen Sie nicht. Hallo, Sie sind also ein hallo. Betrüger. Hallo, 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 hallo. hallo, hallo. Hallo, 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 hallo. hallo. Sie müssen Hallo, erst mal Betrüger. wissen, Du merkst wie es immer noch können nicht, Sie ne? sprechen. Ach, bist Nein, Sie du sind dumm. selbst Du kannst Betrüger. es ja einfach beweisen. Ciao. Ja, beweis doch einfach mal. Los, komm. Den Beweis hat sie natürlich nicht angetreten. Genau so stellt man sich eine fundierte Beratung einer Handelsplattform vor. Wie hat die nervige Betrügerin doch gesagt? Die Zeit der Aktien ist vorbei. Was für ein Quatsch. Die versuchen einen immer auf Kryptos zu lenken, weil das noch weniger kontrollierbar ist. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Video. Bleibt gesund und interessiert. Euer Callcenter-Crasher.